Rettungsmission Tag 34. Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pikmin 4. Wir sind jetzt in einem neuen Gebiet seit dem letzten Part. Und da geht es für uns direkt weiter. Nicht lang schnacken, denn wir wollen heute da die erste Höhle erkunden. Das Heldenversteck. Da geht's weiter. Und auch hier will ich nicht lang schnacken. Aber vorher können wir uns noch mal ein bisschen drum kümmern, dass die Pikmin ein bisschen vermehrt werden. Das heißt, mal hier 50 Pikmin davon, 30 Pikmin davon. Und dann können wir mal hier 1, 2, 3, 4, 5. Waren das 5? Ich weiß es nicht. Kann sein. Gelb. Zack. Wenn es nicht 5 war, sehen wir es gleich. Ah, ich glaube, es waren 5. Zack. Das war jetzt einer zu viel. Egal. Farbe ist jetzt eigentlich auch egal. Es geht nur darum, dass ich die vermehre für Nebenmissionen und so. Gut. Dann haben wir das. Wir haben im letzten Part noch Rohmaterial transportiert. Was wir aber nicht ganz geschafft haben, zur Biege zu bringen. Das Rohmaterial ist wieder zurück hier hinten. Schade, aber so ist es halt. Ja, und wir müssen gleich hier hinten hin. Da gibt es, ja, unter anderem eine Zwiebel in der Höhle. Worauf ich mich schon sehr doll freue. Ich hoffe, das ist mal eine Zwiebel von der Pikmin-Art, wo wir noch keine Zwiebel von haben. Das wäre verdammt gut. Sowas wie die Stein-Pikmin, Eis-Pikmin. Wir haben die Eis-Pikmin schon ewig lange. Aber trotzdem noch keine Zwiebel davon. Oder noch cooler wären so die Flügel-Pikmin. Ja, Stein-Pikmin oder Flügel-Pikmin. Das wäre das Beste, glaube ich. Was ich am meisten feiern würde. So, Otschen, wir gehen mal auf dich rauf. Du hier auch. Ja, das ist eine Pikmin, was dann jetzt nicht weiterkam. So, des Weiteren gibt es da auch den Hund. Das ist der Hund von Olimar, der uns immer irgendwie... Ja, meine Pikmin stehlen möchte. Aber machen wir mal jetzt nicht. Ich bin hier weg. Tschüss. Denn hier oben ist die Höhle. Hier oben waren wir nämlich schon im letzten Part. Aber ich habe eben gesehen, laut Karte ist hier noch ein Schatz. Irgendwie. Hier irgendwie. Aber ich weiß nicht, wo genau hier ein Schatz sein soll. Da oben schon mal nicht. Dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es nicht. Gut, da gucken wir nochmal nach, wenn wir aus der Höhle raus sind oder so. Plünderpalast. Alles in dieser Höhle erinnert mich an zu Hause. Mit den Kindern spielen, am Tisch mit der Familie eine Mahlzeit genießen und der Hund schnappt sich meine Beilagen. Die ganz normale Routine des Alltags. Okay, das sieht jetzt nach einem Esszimmer oder so aus. Empfehlung, gelbe Pikmin, Steinpikmin und die lila Pikmin. Alles klar, nehmen wir. Ja gut, Felspikmin und lila Pikmin habe ich nur begrenzt verfügbar. Rest füllen wir ruhig mit Elektro-Pikmin auf. Ist in Ordnung. Los geht's. Ebene 1. Wie viele Schätze haben wir hier? 29. Okay. Und ich freue mich auf die Höhle. Es ist wieder so ein ganz anderes Setting, was ich sehr, sehr nice finde. Okay. Wir haben hier direkt auch ein paar Gegner. Fels-Pikmin. Ihr seid gut im Angreifen. Okay, der hat ein paar mehr Leben als gedacht. Ach, der sieht auch aus wie sonst, wie irgendwas zum Essen. So brotmäßig, man müsste auch ziehen können. Man müsste auch ziehen können. So, jetzt aber. Okay, der kriegt nur immer ganz kurz Schaden. Was ist denn das? Das ist ja mal interessant. War klar, dass ich da nur ein Felsblick mit mir was für brauche. So, zack. Aber ja. Der kriegt immer nur ganz kurz nur Schaden. Das ist mal ein sehr interessanter Gegner. So, den Nektar will ich hier mal kurz die Pikmin mal aufblühen lassen. Wunderbar. Vielleicht mal die lila Pikmin schmeißen. Aha! Nee, haben wir auch nicht. Der Gegner ist seltsam. Der ist mehr als seltsam. Ich werde mal gucken, dass ich mit Otschen mal die Rammattacke mache. Und selbst das funktioniert nicht ganz so. Da hätte ich jetzt gerechnet, dass das mehr Schaden macht. Okay, dann Schritt für Schritt. Dann Schritt für Schritt. Vielleicht kann Otschen da mal... Gut, Otschen, du solltest eigentlich angreifen. Ja, jetzt ist er da hinten. Ich will nicht bei den anderen Gegnern da sein. Okay, Otschen kapiert nicht, dass er angreifen soll. Ja, noch zwei Hits. Dann ist er weg. Aber da ist noch so ein Gegner da hinten. Aber der greift ja auch irgendwie nicht an. Der greift ja auch so gar nicht an. Der flüchtet dann? An sich brauche ich auch nur ein einziges Felspikmin auf ihn werfen, weil der Rest funktioniert nicht. Der gerät dann sowas von in Panik. Jetzt haben wir ihn besiegt. Ganz merkwürdiger Gegner. So, bevor ich den abschleppe,
den hier angreifen. Das geht eigentlich deutlich schneller. Deutlich, deutlich schneller. Ey, ey, was machst denn du hier? Warum? Okay. Dieser Gegner ist ja mal ganz seltsam. So, dann sind wenigstens die anderen hier besiegt. Wo bringst du den hin? Kannst du den wiederbeleben? Du begräbst den. Oh mein Gott. Du hast den begraben. Der begräbt alle Gegner. Nee, lass mal sein. Aber, oh mein Gott. Der ist mir sowas von sympathisch, der Gegner. Oh mein Gott. Der greift mich hier auch gar nicht an. Ich lass den jetzt in Ruhe. Ich muss den in Ruhe lassen. Tut mir leid, aber ich muss den in Ruhe lassen. Der begräbt einfach die anderen Gegner. Guck mal, der lässt mich auch komplett in Ruhe. Einfach wie er Gegner begräbt. Ich glaube, der will jetzt meinen anderen Gegner... Ist das nice? Oh, was? Oh. Wenn er im Tauziehen verliert, dann ist er down. Ist ja mal interessant. Ich wollte den gar nicht besiegen. Ups. Das war jetzt mal mehr als interessant. Gut, wir haben bisher Gegner weggebracht, aber sonst haben wir bisher noch nichts weiter weggebracht. An Schätze oder irgendwie sowas. Ah, da haben wir noch was. Wir haben hier auch noch einige Gegner, die wir jetzt noch wegbringen. 1, 2, 3. Dann hier 5. Was ist denn da jetzt drin? Was ist denn das? Ich kann es nicht... Ist das... Ah, wieder mal ein Bild. Okay, okay. Dann... Du hier mal weg mit dir. Wunderbar. Und dann zack. Und zack. Und zack. Hier ist eine Mauer, sehe ich gerade. Die habe ich ja bisher noch komplett ignoriert. Die habe ich wirklich komplett ignoriert. Ja, komm, Felsblick bin ich auch. Und dann geht es da oben gleich weiter. So, zack. Könnt ihr eine kleine Abkürzung nehmen? Aber sonst... Warte, ich kann hier jetzt auch Kram. Oh. Kann ich jetzt hier tatsächlich ausgraben? Diesen Gegner, der hier begraben wurde. Oh, ein Taschenrechner? Wo habe ich denn einen Taschenrechner geholt? Hä? Wo habe ich einen Taschenrechner denn holen lassen? Das ist ja mal ein strange. Wo war ein Taschenrechner? Okay. So, wir gehen jetzt mal hier hoch. Weil da scheint ja auch noch was zu sein. Okay, da kann ich nur Pikmin reinschmeißen. Wo landen die? Da drüben. Oh, solche großen Würfel. Oh, cool. Cool, cool, cool. Nehmen wir. So, kommt wieder runter hier. Und dann sollten wir doch von aus der Ebene fast alles haben. Da ist noch was. Sind hier auch noch Gegner hier hinten? Hm, sehe ich zumindest keine. Ne, ne, keine Gegner hier. So, gelbe Pikmin. Ey, ich kann doch euch hoch genug schmeißen. Na gut, müssen wir mal kurz hier hin. Und jetzt aber. Jetzt aber. Gelbe Pikmin. So, wunderbar. Das müsste jetzt aber der letzte Schatz sein. Die Ebene war strange, aber interessant. Also ich fand sie doch irgendwie cool. Und ja, jetzt können wir uns auch mal so ein bisschen den Hintergrund und hier alles mal anschauen, dass das hier wirklich alles Bauklötze sind. Da ein schöner Ball. Also wir sind hier anscheinend im Kinderzimmer, würde ich mal schätzen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich versuche auch so ein bisschen mal zu erkennen, was im Hintergrund ist. Da hinten sieht man ein Fenster. Man sieht, könnte das da eine Pflanze sein? Vielleicht sehen wir auch irgendwie ein Bett oder so. Da ist ein Schreibtisch zumindest. Okay, okay. Da auch noch ein kleiner Tisch. Also wir sind eindeutig im Kinderzimmer. Eindeutig. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und dann hier diese Bauklötze. Ich habe solche Bauklötze, habe ich verdammt geliebt damals als Kind. Das war richtig cool immer. Okay, das war cool. Ebene 2, 20% erledigt, also 5 Ebenen. Alles klar. Gut, es wird bestimmt nicht einfacher. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, denke ich mal. Da sehe ich doch schon hier irgendwas fliegen. Hier sehe ich was fliegen. Ach, wo ein Schatz, ein Roboterteil drauf ist. Wir hatten schon im letzten Part einen Roboterarm gefunden. Jetzt ist da noch was anderes. So, das können wir mal hier einreißen. Wunderbar, wunderbar. Habt ihr gut gemacht. Gelbe Pikmin, das ist euer Rohmaterial. Nehmt euch mal. Das hier auch. Und dann... Ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, hier einfach Felspicken gereicht haben. Ein paar mehr. Okay, okay, gut zu wissen.
Darum sollte man ja auch Felspigment mitnehmen. Vielleicht gibt es hier die Zwiebel für Felspigment. Das wäre richtig cool. Das würde ich sehr dolle feiern. Okay, euch haben wir besiegt. Dann alles mal weg, alles mal weg, alles mal weg. Wunderbar, wunderbar. Pigment sind unterwegs. Da hinten haben wir so einen Vogel. Da ist Rohmaterial. Komm, das Rohmaterial, das können wir uns mal kurz mal nehmen. Können die gelben Pigment übernehmen. Geht hier unten lang? Wunderbar, das war mein Plan. Weil hier ist ein Vogel, den muss ich erstmal kurz besiegen. Sehr schön. Hier ist noch ein Vogel. Sind so zwei Vögel hier. Sehr gut. Dann die gelben Pigment wieder zum Tragen. Sollen sie ruhig übernehmen. Da ist dann so ein Ventilator. Da will ich jetzt noch nicht rein. Ich möchte erstmal hier unten weiter erkunden. Wir haben ja noch ein paar weitere Vögel gesehen. Also will ich da erstmal noch weiter die Landschaft erkunden. Hier zum Beispiel. Weg mit dir. Wunderbar. Die Game Pigment brauche ich hier oben. Glaube ich. Ah, nee, ist zu hoch. Ist zu hoch. Okay, ist nicht so schlimm. Dann wahrscheinlich. Ah! Einfach ein Vogel hier drin. Du spinnst wohl. Du hast doch wohl einen Vogel, Mensch. So, dann nimmt mal hier den Nektar. Sehr schön, dann sind mal die lila Pigment auch mal gut ausgerüstet. Und auch Blütenpigment, was sehr, sehr gut ist. Hier jetzt auch noch. Ein bisschen ist sogar noch was übrig. Na gut, dann hole ich noch mal ein paar weitere Pigment. Ah, da sind ein paar Felspigment gerade am Kämpfen. Aber, wenn... ganz ehrlich, das will ich jetzt noch nicht machen. Ich will erstmal kurz die anderen Pigment holen. Das machen wir gleich, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Warte, das könnt ihr mal hier alles wegbringen. Und dann gehen wir mit einem Pigment mal dorthin. Weil dieser große Punktkäfer ist gefährlich. Der ist gefährlich. Mit den Game-Picken kann ich nicht so stark angreifen. Okay, machen wir mal so. Zack, 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 zack. Und jetzt drauf da. Wunderbar. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben jetzt weitere Stein-Picken. Nice, 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 nice. So, zack. 10 Picken dafür. Dann 15 Picken dafür. Bringt das alles mal weg. Mit den restlichen Picken gehe ich kurz mal hier hinten hin. Zum Nektar. Vielleicht haben wir noch... Nee, an lila Pigment haben wir nur Blütenpigment, glaube ich. Dann hier, ja, die drei Game-Pigment. Ist mir recht, ist mir recht, ist mir recht. Okay, dann hatten wir ja da hinten den Ventilator. Da müssen wir mal gucken, was wir da jetzt machen können. Und zwar, der war hier oben. Mal kurz auf Otschen rauf. Damit ich hier springen kann. Und dann einfach mal selber hier mal hin. Wo sind wir jetzt? Hier sind noch ein paar Felspigment im Boden. Und eine schöne 3D-Brille. Oh, ist das cool. So schön oldschool schon inzwischen, eigentlich. Nein, ich wollte gar nicht die Felspigment werfen, ich wollte eigentlich die Game-Pigment schmeißen. Da. Für 10, mit 10 Pigment können wir das wegtragen. Und dann gibt es da oben auch noch was, das hatte ich ja bisher noch gar nicht gesehen. Und ist nur ein Zaun. Da hinten, da. Gelbe Pigment. Ne, irgendwie nicht. Da muss das hier erstmal aktiviert werden. Ist in Ordnung, dann aktivieren wir das mal. Ich glaube, jetzt. Ja, jetzt ist es aktiviert. Ich weiß nicht, wie viele Pigment wir dafür brauchen. Gucken wir mal kurz. 10, also noch 7. Sammle 150 Schätze. Abgeschlossen. Sehr, sehr schön. So, das müsste jetzt da passen. Wunderbar. Ultra-Hyper-Technologie. Nice. So, und was macht... Jetzt ist das da hinten aktiviert. Ah, okay, okay. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier mit runter. Auf Otschen wieder rauf. Dass wir jetzt das da oben noch holen. Und dann haben wir tatsächlich, glaube ich, alles geschafft, oder? Dann sind wir hier fertig. Genau. Jetzt hier. Kann ich das hier wahrscheinlich? Nee, kann ich nicht. Da muss das nochmal deaktiviert werden. Ich muss nochmal nach oben und das muss nochmal deaktiviert werden. Das hätte ich deaktiviert lassen müssen. Das hätte ich deaktiviert werden lassen müssen, aber ist okay, ist okay. Da wartet sogar noch ein Pigment. Ist in Ordnung. So, zack, kommt mal beide her. Und jetzt kann ich dann nämlich durch und auch den Schatz da holen. Und kann dann sogar direkt danach weiter. Alles gesehen haben wir hier eh. Also von daher. So, nochmal 12 Pigment. Let's go. Haben wir hier alles? Ja, hier sind noch vereinzelt Pigment. Stehen hier noch herum. Aber das ist ja hier nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Ist das wieder was vom Roboter? Ja, tatsächlich ja. Genau, genau. Okay, das ist der Körper, so gesehen. Der Hauptkörper. Okay, gut. Dann, let's go. Gut, ich habe jetzt nicht auf den Schatzanzeiger geguckt, ob wir alles haben.
Wenn wir jetzt nicht alles haben, ist es belastend. Ah, sieht gut aus. Sehr schön. Okay, Ebene 3. Bisher macht das hier sehr, sehr viel Spaß. Kommt zwar nicht an dieses Wassergebiet, an diese Wasserhöhle ran aus dem Ufer, aber trotzdem sehr, sehr gut bisher und sehr, sehr spaßig. Eine der besten Höhlen mit. Jetzt haben wir hier einen kleinen Bossgegner. Wisst ihr was? Da steigen wir mal alle auf Otschen rauf. Den kennen wir ja schon. Den kennen wir schon. Nur, dass ich jetzt nicht X drücken kann. Und du schmeißt... Oh, okay, wir bleiben mal schön in Bewegung. Und jetzt können wir dich doch angreifen, oder nicht? Ja, okay, kommt mal wieder her. Das, fürs nächste Mal weiß ich, dass ich nicht so nah am Rand stehen darf. Jetzt einfach in Bewegung bleiben, in Bewegung bleiben. Manchmal ist ein bisschen die Kamera auch ein bisschen doof. Gerade wenn hier die Zäune vorne sind. So, ich gehe mal in die andere Richtung. Dann kann ich hier schon mal... Ah! Ist nicht so schlimm. Und jetzt... Ja, okay, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Okay, passt, passt, passt. Es ist sehr, sehr schwierig, hier jetzt überhaupt zu werfen. So, das ist gut. Nein, 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 das ist jetzt nicht gut. Kommt, ja, uiuiui. Kommt jetzt, 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 jetzt. Sehr gut, sehr, sehr gut. Wieder zurück zu mir. Es wurde jemand aufgespießt. Okay, die Felspikmin können nicht aufgespießt werden. Umso besser. Umso besser. Gut, dass ich nur mit dem Felspikmin hier arbeite. Hier sind noch weitere Felspikmin, sehe ich gerade. Nein, 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 nein. Eigentlich, nein, nein, nein. Ich drücke die falschen Tasten. Ah! X muss ich zum Springen drücken. Ich war eben überfordert. Was muss ich zum Springen drücken? So, weitere Felspikmin finde ich super. Ah, komm. Es ist doch naheliegend, dass wir hier die Felspikmin-Zwiebel kriegen, oder? Wir kriegen sowas von die Felspikmin-Zwiebel. Wer lacht, wenn nicht? Ich würde wirklich lachen, wenn nicht. Nein, das war nicht gut. Oh! Da sind gerade sehr, sehr viele Pikmin gestorben. Aber ich möchte nicht die Zeit zurückdrehen. Mache ich nicht. Oh mein Gott, das war ein bisschen zu dolle. Da war ich jetzt leichtsinnig. Ich war zu leichtsinnig gerade. Boah, das war so unnötig, weil es gerade kurz vorm seinem Tod war. Ach, Manno! Ach, Mensch, das ärgert mich gerade. Twyla vom Heimatplaneten Konohan. Diese junge Forscherin interessiert sich für Sedimentgestein und Geologie im Allgemeinen. Macht sich aber nicht gern schmutzig. Haha, eine Geologin der Forschungsgruppe. Ich kann es kaum erwarten, mit ihr über die Erkenntnisse zu diskutieren. Das ärgert mich. Und zwar dolle. Mann! Ja, schluck. Nimmt hier den Nektar. Genau, genau, genau. Ja, an Felspikmin ist jetzt natürlich keiner gestorben, weil Felspikmin können das ab, aber die anderen Pikmin halt nicht. Von lila Pikmin sind eigentlich nicht ganz so viele gestorben, glaube ich, 4 Stück. Wir sind mit 9, glaube ich, hierher gekommen. Jetzt haben wir nur 5, was trotzdem doof ist, weil die sind sehr, sehr wertvoll. Und von gelben Pikmin sind halt, was weiß ich, 20 gestorben. Ich glaube, so um die 20 rum. Das war doof. Das war doof. Und dabei war es ein einfacher Gegner. Das war jetzt mehr als... Das war bisher... Waren die unnötigsten Tode. Somit. Aber gut, ich bin ja auch kein Pikmin-Profi. Ist ja erst mein zweites Pikmin-Spiel, was ich jemals spiele. Gut, gibt bisher nur 4, aber dennoch. Ja. Da können solche Fehler mal eben passieren. Okay, wir haben hier einige Gegner. Zum Beispiel dich hier. Wie können wir... Was können wir... Da sind wieder diese Gegner, die hier... Diese lustigen Gegner. So, haben wir dich erstmal. Bringen wir dich direkt erstmal zur Zwiebel zurück. So. Ja, ja, du willst hier... Das hier haben. Ja, probier's doch, probier's doch. Ich pack da noch ein paar mehr Pikmin mit ran. Dass wir... Ach, er hat aufgegeben. Na gut, hätte ich vielleicht erstmal nicht die Pikmin ransetzen sollen. Egal, egal. Die sind ja eh erstmal friedlich, von daher, das ist ja nicht so schlimm. Sind da Schätze da? Oder liegen die einfach so herum? Ne, die liegen einfach so herum. Hätte ja sein können, dass das Schätze sind. So, grab mal bitte. Dann gehen wir mal weiter. Was sind denn das für Viecher? Okay, eins steht fest. Das Weiche da. Nein! Der hat wieder... Oh. Ich gehe auf Otschen drauf. Das denke ich mal am besten. Weil dann sind alle auf einen Punkt und dann... Kann da relativ wenig passieren.
Ah, der kann sich verstecken. Oh, okay, okay, okay. Der kann sich da verstecken. So, ja, probier's ruhig. Wir probieren's auch. So, wunderbar. Hier war doch noch so ein Fliegegegner, oder nicht? Irgendwo. Da hinten. Dann probieren wir dich auch nochmal zu bekommen. Jetzt weiß ich ja, wie ich dich bekämpfe. So, nämlich. Voll einfach. Wunderbar. Dann probier du mal, den wegzutragen. Genau. Wir helfen mal mit. Aber in die andere Richtung. Wunderbar, wunderbar. Derweile sollte ja der andere Gegner da auch besiegt worden sein, eventuell. Aber vielleicht haben sie die Pikmin schon weggebracht, das weiß ich nicht. So, wir machen mal das hier mal auf. Zack, 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 zack. Müsste gleich auf sein. Kommt mal hier auch mit hin. Genau, perfekt, perfekt, perfekt. Ja gut, das Rohmaterial könnt ihr natürlich wegbringen, ist ja klar. So, wäsch damit, wäsch damit. So, wird er jetzt wieder besiegt? Ja, wird er, wird er. Und dann wird er auch automatisch weggetragen, oder? Genau, wenn ich nichts mache, wird er automatisch weggetragen. Gut zu wissen, gut zu wissen, gut zu wissen. Alles klar, aber was wir bisher noch gar nicht gesehen haben, ist die eine Zwiebel. Die hier irgendwo sein soll. So, da kann ich mit Game Pikmin was machen. Sehr, sehr schön, das Gold wegbringen. Achso, hier ist auch so ein, ja, kann man auch irgendwie hochklettern. Ach, gelbe Pikmin reichen dafür aus. Aber wie komme ich denn auf die ganzen Dinger da drauf? Das habe ich bisher noch nicht kapiert. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Da haben wir auch noch eine Quietsche-Ente. Ja, moin. Das könnte ich mit den Game-Picken von hier aus zwar erreichen, aber das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts, weil ich muss ja hier durch und die können ja nicht springen. Das ist das Problem. Achso, aber die können... Ah, okay, okay. Da ist eine Rampe nach vorne, okay. Dann ergibt es Sinn, dann ergibt es Sinn. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Bringt das mal weg. Da hinten ist Otschim. Was macht denn der denn da? Warum steht er da herum? Mensch. Ja, aber wie komme ich denn... Ah, warte, da ist noch was. Da war ich bisher noch gar nicht. Irgendwo muss ein Scheiter sein. Da oben, da oben. Gegner haben wir eh alle besiegt, außer der eine. Aber meinetwegen kann er noch weiter leben. Wird es mir egal sein. So, wie kriege ich diesen Wollknoll da unten? Ich wollte gerade sagen, ist da hinten noch ein Gegner, aber nein, das war die Quietsche-Ente. Ah, okay. Fünf Pikmin brauchen wir dafür, weil das nicht automatisch anvisiert wurde. Dann können wir doch jetzt hier hoch, oder? Ja, können wir. Sehr schön. Ohne Otschen zwar, aber es ist ja nicht so schlimm. Mal das ganze Ding hier mal aktivieren. Die Ventilatoren, um genau zu sein. So, Otschen, du hier. Und dann hier mal reinspringen. Da hinten sind doch noch Gegner. Okay. Dann könnt ihr das hier auch mal runtertragen. Sehr schön. Aber dieser Ventilator ist jetzt trotzdem nicht an. Allerdings glaube ich... Ah, du willst das hier nehmen? Ja, warte mal. Warten wir mal kurz. Du willst das hier nehmen. Ja, genau. Und jetzt... Dann wird der auch noch besiegt. Sehr schön. Da hinten sind, wie gesagt, Gegner. Daher will ich meine Pikmin wieder mitnehmen. Na gut, den könnt ihr dann direkt auch noch mit wegbringen. Aber ist ein interessanter Gegner. Kannte ich bisher so auch noch nicht. So, kommt mit. Wunderbar. Und dann können wir jetzt sagen, dass wir wieder da oben hingehen, den Schalter umlegen. Weil dann sollte der andere Ventilator hoffentlich angehen. Ich bin mir nicht sicher, aber gucken wir mal. Gucken wir mal, was draus wird. Ist der andere Ventilator an? Ja, ist er. Ist er. Sehr schön. Gut, dann heißt es da jetzt hoch. Weil es gibt ja noch mindestens einen Schatz hier, den ich haben möchte. Genau, da hinten. Da hinten und dieser eine Gegner. Aber warte mal, ich brauche Otschen hier. Okay, wie kriege ich das hin? Otschen müsste hier bleiben. Otschen müsste... Oder warte, ich habe eine Idee. Mal zu Otschen rüber wechseln. Obwohl, nee, ich kann ja da selber auch nicht mit Otschen so hoch. Ich brauche mal ein oder zwei Pikmin. Gelbe Pikmin am besten. Ja, nicht alle. Och, Mano. Ja gut, jetzt sind alle da. Ist nicht so schlimm. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. So. Dann. Okay, da brauche ich mich selber auch mal kurz. Ja, den Plan habe ich. Den Plan habe ich, aber da muss ich selber erstmal da nochmal hoch. Damit das funktioniert. Also her mit euch. Weil ich muss das nochmal umdingsen. Zack.
Dann wechseln wir mal zu Ochsen. Weil Ochsen geht jetzt hier rüber. Genau, der wartet jetzt hier. Und dann kann ich nochmal wechseln. Und kann hier das umdingsen. Und kann mit den Pikmin jetzt über diese Leine, die da ist, oder über das Seil dann da hochgehen. Genau, so ist die Lösung. So ist die Lösung. Sehr, sehr gut. So, Ochsen. Hallo, da sind wir wieder. Und jetzt kann ich hier rauf und hier rüber. Nice. Und hier diesen Gegner angreifen. Am besten mit Felspikmin. Let's go. Na, oh, was hat denn der alles fallen lassen? Eieiei. Okay, nice. So, dich hier weg. Also, wir machen erstmal kurz mal das Ei kaputt. Vielleicht ist da Nektar oder so drin. Tatsächlich. Oh, eine Menge Nektar. Und jetzt sind die meisten Blütenpikmin weggegangen. Naja, gut, so ist es halt. So ist es halt. So, weg damit, weg damit, weg damit. Überall diese Plättchen. Ja, okay, dann haben wir das trotzdem erledigt. Und ja, gut, der Nektar, der ist mir jetzt da eigentlich auch egal. Wo ging es nochmal dann weiter? Und zwar hier oben. Genau, genau, genau. Gehen wir da mal lang. Oder gehen wir da schon mal hin. Und können dann zur letzten Ebene, wo dann die Zwiebel sein wird. Denke ich mal. So, Schatzanzeiger müsste ausgehen. Schatzanzeiger ist nicht aus. Warum ist der Schatzanzeiger noch nicht aus? Okay, das ist strange. Wo ist noch ein Schatz? Wo ist noch ein Schatz? Hier hinten schlägt der Schatzanzeiger aus. Irgendwo hier. Da oben? Das könnte da oben sein, weil hier ist ja vielleicht nicht ohne Grund so ein Seil. Nee, eigentlich nicht. Hier nicht. Dann über uns nochmal. Haben wir da irgendwas ausgelassen? Ich werde nochmal kurz hochgehen. Aber da war doch nichts. Da war doch nichts. Gut, dann kann ich wenigstens jetzt die Game Pikmin hier, die noch ein paar Blattpikmin sind, zu Blüten Pikmin machen. Aber dennoch, da war doch hier nichts. Aber laut Schatzanzeiger müsste hier irgendwo was. Aber der steckt auch nicht so doll aus. Also, wo ist es am dollsten? Aber, hä? Hier oben scheint es schon mal nicht zu sein. Hier oben auf keinen Fall. Ach, hier! Hier ist ein Puzzleteil! Hier drunter! Hier drunter einfach! Ja, moin! Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich das da hier noch übersehen habe. Aber es war auch gut versteckt. Muss man dazu auch sagen. Es war gut versteckt. Dann sollten wir jetzt allerdings hier alles haben. Hoffe ich. Glaube ich zumindest. Daher kurz warten, bis das Puzzleteil weg ist. Und dann können wir weiter. Und war's das? Ja, das war's. Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Eins der Puzzleteile, da haben wir noch einige vor uns. Aber ist okay. Auf der letzten Ebene. Mal gucken, was wir für eine Zwiebel hier haben werden. Das wird ja dann wahrscheinlich jetzt bei der letzten Ebene auf uns zukommen. Okay. Da habe ich gerade eine lila solche Blüte gesehen, wo wir Pikmin reinschmeißen können. Aber lila? Warte, doch lila. Das ist ne. Aber was ist denn da? Ach, das sind. Da ist ein Laubling. Und einer solcher großen Gegner. Krass. Okay, das ist interessant. Gut, laufen wir erstmal hier rum. Irgendwo muss ja auch hier die Zwiebel sein. Aber kein richtiger Bossraum dieses Mal. So, haben wir das, haben wir das. Bringen wir mal das Rohmaterial weg. Wir haben ja jetzt hier diese Gegner wieder, die hier die anderen Gegner vergraben. Daher lasse ich mal die Leichen hier mal liegen einfach mal, weil ich es kann. Da wird ein Laubling weggebracht. Ist ja interessant. So, bringt mal das Rohmaterial hier weg. Genau, genau, genau. Dann ist das schon mal erledigt hier. So, hier auch, hier auch. Wunderbar, dann kommt man jetzt mal ein bisschen mit. Kann ich da einfach so drüber laufen? Aber nicht von der anderen Seite. Warte, da ist der Gegner jetzt wieder. Müssen wir da... Ich glaube, wir müssen einfach sagen... Warte, da ist auch so ein Gegner. Bist du friedlich? Ich hoffe. Hier können wir dann hoch. Baut mal, bitte. Ich lasse mal die Leichen immer noch da liegen als Köder. Aber ja, wir müssen einfach sagen, gut, wir machen wieder Tauziehen. Und das halt mit mehr Pikmin. Darum sind die lila Pikmin hier auch wichtig. Die haben wir bisher ja noch gar nicht gebraucht. Die brauchen wir einfach nur dafür, dass wir mehr Kraft haben, so gesehen. Würde ich mal schätzen.
Ah, hier ist ein Gegner. Hier ist... nein, nein. Nein! Der andere Gegner kam dazwischen. Der hat jetzt ein Pikmin von mir gefressen. Das finde ich jetzt ein bisschen unfair, dass du großer hier bist. So, ja, genau, jetzt. Boah, hier sind... Die Großen sind mir hier zu viel. Ich glaube, die Großen wollen sich auch nicht mit den Kleinen hier abgeben. Kann das sein? Okay, okay. Dann greifen wir mal an. Nein, okay, die Felsbecken können tatsächlich gefressen werden. Ich war mir nicht sicher, ob die gefressen werden können. Tatsächlich können sie gefressen werden. Und die Kleinen, die nerven mich da auch gerade. Nein, nicht gut. So, hier, zack, 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 zack. Ja, es sind ein paar gestorben, aber ja, es ist halt jetzt so. Ey! Komm! Seid doch mal hier, jetzt mal weg. Boah, die Kamera ist hier gerade auch sowas von bescheuert gerade. Oh, ich weiß nicht, wie viele Pikmin gerade gestorben sind, aber ein paar. Das finde ich nicht schön. So, da kommt doch jetzt schon mal der erste an. Das ist doch schon mal ganz gut. Gut. Dann machen wir mal Tauziehen. So, zack, nochmal. So, 50. Das ist doch schon mal ganz gut. Ach, der will hier so einen kleinen da wegbringen. Warte mal. Das können wir auch ändern. Das können wir auch ändern. Ach so, na toll. Dann kommt jetzt mal her. Kommt wieder her, ja. Wir gucken uns jetzt den anderen Gegner erstmal an. Dass da Tauziehen beendet wird. Genau, genau, genau. Das macht er schon. Das macht er schon. Sehr, sehr schön. Und den anderen kriegen wir da auch noch hin. Den kriegen wir auch noch hin. Es ist schon sehr, sehr cool irgendwie. Es ist schon sehr, sehr cool. So, da haben wir dich. Zack, bam. Und jetzt noch Angriff, Angriff, Angriff. Oh, der kann meine Pikmin umwerfen. So, zack, 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 zack. Nee, den kann ich so gar nicht angreifen. Ich muss weiter mit den Ködern arbeiten. Ich dachte, das reicht aus, wenn er einmal gegen meine Bio kommt, aber nein. Aber hier können wir jetzt ein bisschen was machen. Das ist doch schon mal ganz gut. Wie hat er denn jetzt auf die Schnauze bekommen? Der hat jetzt irgendwie auf die Schnauze bekommen. Mit meinen lila Pikmin? Habe ich das gerade mit meinen lila Pikmin gemacht? Kann sein. Wir probieren es mal bei dem hier aus. Vielleicht sind die schwer genug, um Schaden zu machen. Tatsächlich. Okay. Okay, das wusste ich nicht. Gut zu wissen, gut zu wissen. So, das hier mal wegbringen. Das hier mal wegbringen. Jetzt hier mal alles erstmal wegbringen. Aber gut zu wissen, gut zu wissen. So, da hinten können wir jetzt nochmal Tauziehen machen. Wir haben was komplett tiert. Ja, nice. So, zack. Jetzt geht's da für ihn in die richtige Richtung. Sehr, sehr schön. Haben wir das erledigt. Ich will da auch noch unbedingt zur Lila Blüte da hinten hin. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Helft mal da noch einmal mit. Dann geht es ein bisschen schneller, hoffe ich. Und dann ist der hier auf jeden Fall auch besiegt, würde ich mal schätzen. Würde ich einfach mal schätzen. Aber schon ein cooles System und irgendwie coole Gegner. Oh, was hast denn du da getroppt? Wie lecker ist denn das denn? Das ist ja nice. Das ist sehr, sehr nice. So, kommt wieder mit. Und wir können jetzt weiter. Der hier kann auch weggetragen werden. Können ruhig mal die Game Picken jetzt übernehmen. Und dann gehen wir mal hier entlang. Weil hier unten ist eh kein Gegner mehr, der hier herumstolziert. Nur noch hier oben. Oder... Ah nee, der Gegner, der hier oben war, das war der zweite Gegner, der eben auch unten war. Verstehe, verstehe, verstehe. Dann laufen wir hier einfach nur herum. Können hier nochmal Pikmin vermehren. Ruhig die Game Pikmin zu lila Pikmin. Machen wir mal so. Nein, du solltest kein Pikmin wegschmeißen, du solltest hier pflücken. Dann haben wir wieder ein paar mehr lila Pikmin, was ja gar nicht mal so verkehrt ist. Oben habe ich noch eine Blüte gesehen. Da gehen wir gleich hin. Das hier, ich muss auch ehrlich sagen, diese Stage hier erinnert mich voll an Super Mario Galaxy. Die Spielzeugschachtel Galaxy. Total. Wie die Spielzeugschachtel Galaxy. Aber gut, hier in Pikmin gibt es eh einige Dinge, die mich auch an Galaxy ja schon erinnert haben. Wie zum Beispiel der Sternstaub. Oh, was ist denn? Und es ist leider nur eine normale Zwiebel. Ist das euer Ernst? Oh, wenn ich da jetzt solche Pikmin draufschmeiße, dann bist du sofort unten. Das ist mal mega nice. Sehr, sehr cool. Okay, gut. Dann
Das kann ein lila Pikmin übernehmen. Das kann auch ein lila Pikmin übernehmen. Das übernimmt ein lila Pikmin und das übernimmt ein Fels-Pikmin. Dann haben wir hier oben alles geholt. Ja, 10 mehr Pikmin ist auch nicht verkehrt, aber ganz ehrlich, ich hätte wirklich gedacht, hier finden wir mal endlich mal wieder so eine Zwiebel. So, ist da ein Gegner drin? Ja, da ist ein Gegner drin. So, zack, zack, zack. Dann 1, 2, 3, da war ja auch noch ein Gegner drin. Euch besiegen wir auch ganz schnell. Wunderbar, wunderbar. Ja, ihr habt mich jetzt hier gesehen, ich weiß. Aber ihr habt keine Chance, ihr habt keine Chance, ihr habt keine Chance. Da sind noch Kekse, oh, lecker Kekse. Kekse finde ich super. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Achso, ich habe keine Gelben mehr. Ja, moin. Gut, dann grab mal hier noch. Dass wir hier alles rausholen und dann haben wir soweit fast hier alles geschafft. Obwohl, da könnte vielleicht auch ein Gegner... wenn da ein Gegner drin ist, dann nur irgendein toter Gegner. Und hier, zack. Ja, grab mal ein paar mehr. Sollen ruhig 3 Pikmin jetzt hier mal graben. Ich habe jetzt nicht die Game-Pikmin am Start, die beim Graben am besten sind. Aber ist nicht so schlimm. Boah, richtig hier auch so ein Tisch und so ein Stuhl, das sehe ich erst jetzt so wirklich. Du sollst das hier wegtragen, Mensch. Das ist sowas von mega. Bisher meine zweite Lieblingshöhle. Und die kommt sehr nah an die andere Höhle ran, von der ich auch sehr begeistert war. Schon sehr, sehr cool. So, jetzt habe ich wieder gelbe Pikmin am Start. Jetzt können die auch mal hier hinten zum Beispiel mithelfen. Beziehungsweise das generell mal hier übernehmen. So, die sind deutlich schneller am Graben. Deutlich, deutlich schneller. Und doch deutlich schneller als ihr hier. So, 1, 2, 3. So, Keks ist eingesammelt worden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Naschkatzer. Ja, sehr passender Begriff. Sehr, sehr passender Begriff. Man sieht, wie schnell hier die Game-Picken beim Graben sind. So. Und dann sollten wir jetzt hier wirklich alles haben. Stimmt, die eine Knospe wollte ich ja noch machen. Oh, daran habe ich ja jetzt gar nicht gedacht. Dann gehen wir nochmal kurz hoch. Und dann ist ja eh auch der Part vorbei, weil, ja, wir haben hier jetzt schon wieder viel Zeit in der Höhle verbracht. Sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, wir müssen dann hier auch mal raus. Da hinten ist der Ausgang, wie man sieht. Das ist schon mal gut zu wissen. Wie kommen wir denn da am besten hin? Achso, einfach, okay, okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann hier runter. Und hier mal ein paar gelbe Pikmin reinschmeißen. Aber erstmal der Laubling gerettet. Tatsächlich mal ein Laubling. Hier. Gut, können wir natürlich nicht lesen, ist ja klar. So. Ja, wir werden auch vielleicht bald wieder eine Nachtexpedition machen in den nächsten Parts. Wann genau, weiß ich nicht. Und ich finde es erstaunlich, dass die Pikmin hier im Stuhl wachsen können. Krass. Aber wir haben noch nicht die 100% hier erreicht. Warum das nicht? Ist hier noch irgendwo was unterwegs? Oder haben wir irgendwo noch einen Schatz versteckt? Warte, hier muss noch ein Schatz irgendwo versteckt sein. Der Schatzanzeiger schlägt aus. Und zwar hier so ein bisschen. Ach, da ein Knopf. Okay, okay. Aber sonst haben wir ja alles. Ich glaube mal ja. Das sieht zumindest danach aus. Okay, dann bring den Knopf da weg. Mittlerweile gucke ich nochmal mit dem Schatzanzeiger, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. So, wo war denn jetzt der Ausgang? War der da hinten? Ja, der war da hinten. Mittlerweile müsste das Pikmin dann gleich auch bei der Biege angekommen sein. Yep. Gucken wir mal, ob das jetzt wirklich alles war. Ja, Schatzanzeiger ist aus. Sehr, sehr gut. So, zu welcher Collection wird das hinzugefügt? Achso, hatten wir auch schon mal gefunden. Okay. Dann auf zur Oberfläche. 100% sind erreicht. Und, also ich hoffe zumindest. Zweimal Motivation, zwei Gestandete gesammelt. Einige Schätze. Wieder sehr, sehr viele, was sehr, sehr cool ist. Oh doch, sind wieder eine Serie auch vervollständigt. Alter, das sind verdammt viele Schätze. Huiuiui, 2000 Glycerium fast. Huiuiui. Genau, komplett erforscht. Leider sehr viele Pikmin unnötig gestorben. 36 gelbe Pikmin, 11 Steinpikmin und 4 lila Pikmin. 51 Pikmin insgesamt. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Zumal die meisten Tode ja wirklich auch sehr unnötig waren heute. Aber okay. So, die Zwiebel ist da. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir können wieder 10 mehr Pikmin mitnehmen. Statt 80 können wir jetzt 90, was doch schon eine beachtliche Zahl ist. Sehr, sehr beachtliche Zahl. Ja, mir ist egal, was ich jetzt hier für Pikmin mitnehme, denn der Tag ist eh vorbei. Aber was ich noch gucken wollte, ist, hier ist laut Karte ja noch ein Schatz. Aber ich sehe hier nichts. Wenn ich hier Pikmin hinschmeiße, passiert auch nichts. Laut Karte ist hier rechts irgendwie ein Schatz. Irgendwo hier oben. Aber vielleicht auch über uns. Das kann natürlich sein, dass da irgendwie noch ein Regal ist.
Das würde ich mal schätzen, ist bestimmt auch so. Gut, Tag werden wir jetzt beenden. Und im nächsten Part geht es dann natürlich hier mit der Erkundung weiter, worauf ich mich sehr dolle freue. Das wird richtig dolle cool. Ich hasse Ladescreens so sehr. Gerade hier im Pikmin 4 sind die sowas von extrem lang. Aber gut, jetzt sind wir fertig. Gut, wie gesagt, die zwei Gestrandete gerettet. Dann gucken wir uns mal das ganze Glycerium an, was wir bekommen haben. Gehen wir mal nach ganz links. Ach, das ist verdammt viel. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal von rechts nach links durchgehen. Das wäre vielleicht ein bisschen klüger. Ja, egal. Wir haben den solarbetriebenen Rechner. Ja, Taschenrechner halt. Aber ich weiß nicht, wo ich den gesammelt habe. Keine Ahnung. Scheibe der Weisheit. Zweimal sogar bekommen. Scheibe der Empathie. Einmal bekommen. Dann Überraschungstotem zweimal bekommen. So ein Würfel, der bis 20 zählt. Auch sehr cool. Anderer Würfel, Unwahrscheinlichkeitstotem mit irgendwelchen Symbolen drauf. Keine Ahnung, wofür der ist. Dimensionsumwandler, auch ein interessanter Name. Ausdauerroboterteil, ja, das Bein des Roboters. Elanroboterteil, ja, der, ich weiß nicht, so Brust- und Bauchmäßig vom Roboter. Scheibe des Vergnügens, charmantes Komitee hatten wir schon mal. Regentalismann des Lebens. Scheibe des Vorsinns hatten wir auch schon mal. Ehrenungsfragment unten links. Scheibe des Horns. Serie heiß begehrt. Fertig gemacht. Bärenschiff. Verkleidete Delikatesse. Rasante Cremequelle. Auch sehr lecker. Romantikkeks. Herzhafter Container. Und den Rest hatten wir auch schon mal gesammelt. Okay. Hat auch sehr viel Glycerium heute. 19% vervollständigt. Ich habe so oder so das Gefühl, dass das jetzt nicht so ein extrem großes Gebiet ist. Obwohl, stimmt, wir haben ein bisschen noch gar nicht die Küche gesehen. Aber dennoch haben wir schon einiges in zwei Parts gesammelt. 34 von 86 Schätze. Das ist schon ganz schön viel. Ja, gut. Gut. Captain Olimar ist nicht der einzige Gestrandete da draußen, der auf seine Rettung wartet. Egal wie viele es sind, unsere Aufgabe besteht daran, ihnen allen zu helfen. Gelingt es uns, jeden Einzelnen zu retten und nach Hause zu bringen, werden wir an die Rettungscrew-Geschichte eingehen. Am besten arbeite ich schon mal an meinen Antworten für die vielen Interviews. Also, das ist vielleicht etwas verfrüht. Ja, wer weiß. Im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und tschüss.